Tim Lobinger verstarb am 16. Februar 2022 im Alter von 50 Jahren an seiner Krebserkrankung. Der Ex-Leichtathlet hinterließ seine drei Kinder, darunter auch den erst 7-jährigen Ockert, den er mit seiner Ex-Frau Alina Lobinger hatte. Alina, von der Tim Lobinger seit 2016 getrennt lebte, erklärte im Bunte-Interview nun, wie es dem dreifachen Vater in seinen letzten Tagen ging. Bis zuletzt war er auch gut drauf, erklärt sie. Auch auf Instagram zeigte sich Lobinger noch beim Sport und gut gelaunt. Doch in den Tagen vor seinem Tod verschlechterte sich sein Zustand, wie Alina Lobinger weitererzählt. Erst als die Schmerzen unerträglich wurden, ist er ins Krankenhaus gekommen und ins künstliche Koma versetzt worden. Bei seinem letzten Atemzug waren die wichtigsten Menschen an seiner Seite. Neben Alina sogar auch Joshua Kimmich, der eng mit Lobinger befreundet war und Patenonkel seines Sohnes ist. Wir waren alle bei ihm, als er seinen letzten Atemzug tat, so Alina Lobinger.